Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Herzlich willkommen zurück hier in The Divisions. Wir sind jetzt doch zu dritt. Und wir werden jetzt die erste Mission machen. Madison Feldlazarett. Dann macht er mal loslegen hier. Reiz. Ja. Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendricks Aufenthaltsort finden. Masken. Bei gibt's nichts, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Also, nee. Pass auf, Big D. Es gibt doch diese Kisten, diese richtigen Koffer. Alter! Alles klar. Also, ja. lag da der Dings drin? Nein, das war ein Feuerlöscher. Feuerlöscher hat drauf geschossen. Der macht auch so Effekte. Es gibt doch diese Blutkisten, sag ich jetzt mal. Worauf willst du hinaus? Die sind einzigartig. Das also, wussten wir schon, weil wir die Beta gespielt haben. Ich kenne die verschiedenen Kisten. Ja, ich meine aber nur, dass du die. Alles andere resettet sich nach 2 Stunden, außer diese Kisten. So, das heißt, du kannst sie entweder jetzt öffnen. Oder später meinst du, wenn oder du öffnest haben. Die erst ab Level 30, weil dann kriegst du Stuff für Level 30 aus den Kisten. Wenn du die jetzt öffnest, kriegst du Stuff für Level 4. Was in einer Stunde Bullshit ist. Ja. Ach, nur, also, ich hab's so zwar alle geöffnet, weil du findest so oder so dann bessere Sachen, aber du merkst dann halt, dass du, wenn du halt später die gleichen Kisten findest, als andere schon früher, dann kriegst du halt Stuff. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Das ist unterschiedlich. Anscheinend natürlich findest du für einen Moment in den Kisten bessere Sachen als von Gegnern teilweise gedroppt. Hier unten zum Beispiel ist eine Kiste. Ach ne, ist nur ein Rucksack. Und hier kannst du mal die Zelle auffüllen. Das muss jetzt aber jeder machen. Ja, ja. Beta war das noch so, dann musste das nur einer machen. Dann haben alle Munition oder was? Ja. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Hast du schon gescannt, Pinky? Ja, aber es hat noch nicht gezählt. Ja. Muss ich denn? Achso, ich kann dann die Granate, die ich dahin geschossen habe, manuell zünden. Alter, hier ist überall Nebel. Ja, du musst da raus. Ja, ich weiß. Weitere Feinde entdeckt. Hinten rechts von dir, gell? Elite Gegner ist da. 2. Ja.
Hier rechts von mir kann man nochmal Munition nachholen, wenn man braucht. Machen wir gleich. Was soll denn nun, falls ihr jetzt irgendwie Granaten brauchst oder so. Rechts von mir? Ja. Ach nee, aus denen kriegst du ja nur. Nur im Hauptquartier kriegst du Granaten aufgefüllt. Ich habe auch keinen Loot bekommen. Ich hab auch nichts. Hier oben kann man glaube ich gar nicht drauf, also selbst wenn die was gedroppt hätten. Ja. Da oben haben wir zwei leere Platten mit, glaube ich. Mitten du slidest hier am Boden. Das heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Ja, das hätte meinem Vater das Herz gebrochen. Das ist klar bei dir nicht, Mick. Hier wäre eine Kiste. Muss man Waffen wechseln oder sowas. Ich werde sie jetzt aber auch öffnen. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Nein, du kannst halt... Ich habe eine coole Pistole gefunden. Hätte eine Atemmaske. Nein, hätte es mal nicht aufmachen sollen. Wieso? Ich habe einen Rucksack gefunden, der natürlich viel schlechter ist als der, den wir umsonst gekriegt haben. Ja, und? Mitten, also, ich habe eine coole B9 Techno. Das heißt, du hast immer Chancen, Scheiße zu kriegen und ganz selten, dass du was Sinnvolles kriegst, was auch zu deinem Charakter passt. Was hat mal ein Glücksspiel? Weißt du, wie das später ist, in den höheren Leveln da was Vernünftiges zu finden? Ne? Ja, mein Fuß, Alter. So, weiter geht es. Denn Dings hat noch keiner, oder? Wir haben auch noch keine Spielerstufe Level 2. Das war dann später nochmal her. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Linke Seite. Niemand sagt mir mehr, was ich tun soll. Bumm. Wenn du übrigens schon Scopes auf deiner Waffe hast, kannst du mit Tab dann Scope benutzen. Ja, ich weiß. Was da vorhin dann wieder? Ah, okay. Sehr weit. Ist die Alte? Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Es kommen noch mehr. Feinde entdeckt. Alter! Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Hier habe ich grüne Sachen. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet! Ihr Zug, Agent! Hier habe ich eine AK-47. Was?
jetzt schon, ey. Alter, ich hab gar nichts gefunden. Ich hab meine AK, meine erste AK habe ich mit Level 15 oder so gefunden. Ich find immer Russenwaffen. Oh, hier gab's auf jeden Fall eine Kiste. Wo gab's eine? Ja, hier oben. Ja, in der rechten Seite. Linke Seite. Wenn wir nach rechts müssen, dann ist es bestimmt links. Ja, oder geradeaus, ich weiß nicht mehr genau. Oh, yeah. Ich habe eine Shotgun. Wie CSGO-Waffenkisten öffnen, nur dass es nichts kostet. Und was hast du mit dir? Weste. Eine bessere als ich sie jetzt. PX4 Sturm Typ F Pistole. Für Level 5, alles klar. Das war auf jeden Fall Sturmgewehr und das ist Sturmgewehr-Munition. Die ist halt. Naja, die ist schon besser. Wollt ihr auch nochmal gucken? Ja. Ich glaube, da sind noch ein Medic-Rucksack oder ein Munitionsrucksack oder irgendwie sowas. Ja. Tasche mit irgendwas. Explosivgeschoss. Ah, bei mir ist voll. Das habe ich noch nie benutzt, so extra Munition. Ich auch nicht. Ich weiß, wo man sie wechseln kann. Granaten oder so. V gedrückt halten und so. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feinfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Hier können wir nochmal Munition auffüllen. Dann 30 Schuss. War hier hinten noch was? Nee. Hattest du vielleicht gemeint? Bilden rennt immer vor mit seinem Schild. Und dann kannst du nicht auf die Gegner schießen, weil Bilden wird so schießen. Sag Bescheid mit der 13. So, diese Folge wird ein bisschen länger werden als die letzten. Da ist auch eine etwas längere Mission. Wasser einwerfen.
Wasser? Macht 20% Schaden mehr bei ihm. Jetzt ist ein Schilling kaputt. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Also ich habe so eine SMG bekommen für die Mission. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann. Fast voll. So, und in der nächsten Folge werden wir dann hören, was sie denn uns dazu sagt, dass wir sie gerettet haben. Dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.